Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 6. Staffel und der 133. Folge, immer noch am 22.10.24 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt's wie mein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute an Patrick Beck. Der Patrick oder auch Patrick hat nämlich am 6.06.24 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 1451. Der Patrick verschwindet jetzt aber wieder, wollte ich sagen. Meine Worte sind auch verschwunden. Und wir befinden uns zurück, frisch nach der Friedenserklärung mit dem nördlichen Imperium. Vorerst. Aber auch frisch nach der Kriegserklärung gegen die Saka, die nämlich die stärkste Partei hier aktuell sind. Ich habe gestaunt. Ja gut, aber nicht zu verwundern. Sie haben sehr viele römische Besitztümer, auch karthagische Besitztümer. Sie haben sehr viele Burgen. Das heißt, sie haben auch sehr viel Elite. Und zwar nicht nur sakische Elite. Das ist nicht so wie im Germanenspielstand, ne? Armee haben wir schon ausgerufen. Wir müssen jetzt darauf warten, dass die Verstärkung kommt. Ich will aber vorher noch mal ganz kurz mit euch in das Menü von Party AI Controls reingucken. Ich habe schon alles soweit eingestellt. Habe mir jetzt auch noch mal vorsichtshalber das Template angeguckt. Und es war schon alles richtig eingestellt. Also Auxiliartruppen sind überall aktiviert. Das ist wunderbar richtig und das soll auch so bleiben. Damit nämlich unsere Leute, die halt keine römische Besitztümer haben, dass sie dann da wenigstens auch nach der Romanisierung wenigstens in der Lage sind, mehr zu rekrutieren. Außerdem wollte ich euch unbedingt zeigen, ich hätte auch mal runterscrollen sollen. Clan Serapides hat hier nämlich noch ein paar Leute gehabt und die waren noch nicht richtig eingestellt. Das war ziemlich dumm von mir. Ja. Hinzu kommt das natürlich auch noch Vatatzes, also der Mauritius. Der bringt ja einiges mit. Das ist super. Die könnten so an sich eigentlich auch wieder eine selbstständige Armee gründen. Und ich habe ihnen ja auch erlaubt, dass sie das machen dürfen. Sie dürfen joinen, sie dürfen Garnisonstruppen spenden, sie dürfen belagern, Dörfer plündern, dürfen Gefangene nehmen und so weiter und so fort. Habe ich ihnen ja erlaubt. Obwohl, bei Gefangene weiß ich nicht, ob ich das machen sollte. Weil ich jage ja bei den nördlichen Imperium, jage ich ja noch 4 Leute. Die muss ich noch köpfen. Überlege ich mir noch. Oder ich kann die vielleicht aus dem Verlies raushandeln, rausnehmen. Ich muss mal gucken. Wenn sie nicht in meinem Lehen drin sind, kann ich die nicht rausnehmen. Ne? Oder wir machen dann Kompromisse und sagen, okay, wenn die Clans, also vorausgesetzt im nächsten Krieg, schaffen wir es wirklich, dem nördlichen Imperium alles wegzunehmen. Und danach kommt dann irgendwann nach diesem Krieg die Meldung, dass die Clans vernichtet sind. Dann ist das Ziel ja auch erfüllt, weil dann leben die Leute nicht mehr. Oder wir können mal gucken, ob sie dann noch leben. Gut, aber jetzt gehe ich mal Silbererz plündern. Ist es Silbererz? Es ist Silbererz. Und in der Zwischenzeit warte ich auf meine Verstärkung. Achso, ich wollte noch gucken. Ja, okay. Die haben jetzt noch gegen die Gallier und gegen die Karthager Krieg. Das heißt, sie werden alles wahrscheinlich von hier unten kommen, weil sie haben ja 2 Armeen. Oh, Gavinius ist aufgestiegen. Sie haben ja 2 Armeen. Ich nehme mal an, die werden hier aus... Ah ja, guck mal hier. Hubia haben sie schon geschnappt. Dann werden die aus Süden kommen. Oder sie führen erstmal hier in Ruhe den Krieg zu Ende. In der Zwischenzeit können wir uns Sironea, Mycea, Aprela und die zugehörigen Burgen schnappen. Das wäre zumindest ein Träumchen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die hier hinten sind, sonst hätten wir so schnellst gesehen. Immerhin haben wieder Krieg geführt vor ein paar Folgen noch. So, aber erstmal unser Galvisios. Oh ja, du brauchst dringend. Du brauchst ganz dringend. Du bist ja noch recht frisch hier bei uns. So, ich gehe jetzt trotzdem noch das Dorf plündern und warte auf meine Verstärkung. Damit ich überhaupt schnell genug werde. Feindselige Handlung und Überfall. Ach, die wollen... Was? 21... Was? Nein! Falsche Taste! So. So. Da will ich euch auch geraten haben, dass hier 0 Verluste stehen. Maximal ein Verwundeter, weil er gestolpert ist. Gut, die nehme ich jetzt nicht gefangen. Die will ich mich auch gar nicht rekrutieren. Passt so. Die Ausrüstung spenden wir in Erfahrungspunkte. Wir haben noch 1-2 Leute dabei, die aufleveln können. Sonst hätte es ja rot geblinkt. Und dann nehmen wir mal schön Erze ran hier. Das ist Fell. Wieso kriege ich hier Felle? Ich will Erze. Das ist ein Silbererzdorf. Hier ist Hartholz. Hallo? Ja, ist okay. Dann gibt man halt die sämtlichen Plunder, bloß nicht die wichtigen Erze. Ah, hier kommen langsam Silbererze. So,
So, haben wir auch schon die erste Verstärkung bekommen. Auch schon die ersten ein, zwei Gegner hier. Die da gar keinen Bock drauf haben, verständlicherweise. Okay, sag mal, wie... Ach Gott, die Feuerstelle war ja fast auf null runter. Ja gut, okay. Deswegen habe ich jetzt so gut wie nichts abbekommen. So, 800 Mann haben wir schon. Das reicht locker für Melion. Allerdings wäre es mir schon ganz lieb, wenn ich dich hier mal kurz erwischen könnte. Kannst du mal kurz herkommen? Ich frage nur für einen Freund. Ach. Ja, weil der wird mir doch hundertprozentig wieder meine Verstärkung abfangen. Da kommt Similis. Komm mal ran hier. So. Er geht weiter. Finde ich gut. Die Sarkische ist noch wie weit entfernt? Noch 2 Tage. Und Darkius? 19 Stunden. Der müsste hier also in der Nähe sein. Der kommt doch hoffentlich heile durch. So, rein an die Euer. Au, oh, das könnte sogar seit langem mal wieder ein Sturmangriff werden. Die haben nämlich keine Gerätschaften vorbereitet und sind sehr stark unterbesetzt. Ich glaube, das wird ein Sturmangriff. Ah, in der Abendsonne? Ich weiß ja nicht. Hat doch jemand gelevelt? Der Darkius, der noch nicht da ist, aber immerhin. Nee? Ja? Einmal speichern. Wenn das schief gehen sollte, ihr kennt das Spielchen. Wir wollen nicht unsere Armee komplett wieder neu hochzüchten und komplett auf Elite-Status hochtrainieren. Dann lade ich das wieder neu. Also wenn ich jetzt hier über 200 Verluste machen sollte. Aber ich glaube nicht, dass es so viel wird. Glaube ich nicht. Auf der anderen Seite, ich habe nicht mal einen Bocki. Warte mal. Kriege ich noch ganz, ganz schnell einen Bocki gezimmert? Bevor er sein Verteidigungsgerät gezimmert kriegt? Das sieht gut aus. Und wir kriegen sogar noch Tageslicht. Weniger toll. Übungsplätze in Vulkan sind fertig gebaut. Sehr schön. Ja gut, 7 Tage, ne? Nein, da. Ich wünsche mir übrigens immer noch eine Möglichkeit, dass der Gegner kapituliert. Meiner nur. Ach, die Festung ist das. Okay, wie viele Bogenschützen habe ich? 200. Geilomatico, alles klar. Wir machen hier bitte erstmal den. So, das mit dem Torhaus ist irgendwie buggy. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es funktioniert einfach nicht. Das ist wirklich ärgerlich. Wir hatten es ja in der letzten Belagerung von Ortesia gesehen. Die haben einfach keinen Bock, das zweite Tor anzugreifen. Ihr macht bitte die lose Formation. Stellt euch erstmal hier so hin. Dann werde ich euch hoffentlich richtig positionieren. Ach, selbst was heißt richtig? Haha. Bin sogar gewillt, dass ich aus euch 2 Truppen mache. Dann vielleicht hier hinten rumsneake. Na, gucken wir mal. So, lass mir mal durch, weil ich bin wichtig und so. Mit da drüber? Nein? Okay. Wo komme ich da durch? Da hinten, okay. Gut, sie rennen natürlich trotzdem wieder vor. Stellen die Leitern auf und sowas. Okay. Das sind gar nicht so viele Bogenschützen. Alles klar, dann kommt hier unbeschadet nach vorne. Die 1 darf sich auch schon mal hier bewegen. Nur ein bisschen anders. Vielleicht so. Hier steht jetzt bis da hinten. Nee, dann kommt ihr mal doch lieber hier so hin. So. Da kommen durch die Infanterie, genau. Die soll Speere und Pfeile ins Gesicht bekommen, wenn es geht. Stimmt, ich habe jetzt weniger als vorher. Wie hoch komme ich? Nicht hoch genug, ich muss ein Stück da hinten. Immer noch nicht hoch genug. Okay, lassen wir das. Sparen wir uns die Speere. Ich sammle wieder welche ein, die schon geflogen gekommen sind von der 1. Meins. 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 Apropos, bleibt die 1? Achso, die geht hinten links rum. Oh, ist okay. Wieso schießt eigentlich nicht jeder von euch, wenn ich mal fragen darf? Habt ihr keine Sicht? Ich glaube ja wohl nicht, oder? Oh, jetzt geht's. Und du? Aus dem Bock? Oh. Komisch. Was zum Geier? Haben die da einen Außenbau gemacht?
Tatsache. Wieso schmeißt du keine Speere? Ist euch zu doof, ja? Dann hoch da mit euch. Die zwei rutschen nach. Ah, nee. Falsch positioniert, sorry. So. Schicken wir mal zuerst die 1 da hoch. Versuchen wir uns mal wirklich wieder von links nach rechts durchzurollen. Zumindest die feindlichen Bogenschützen leiden schon mal ordentlich. Außer die im Torhaus natürlich. Soweit ich gesehen habe, ist da größtenteils Miliz jetzt. Ja, die kriegen auch schön die Pfeile in den Kopf, sobald sie sich mal zur Seite drehen. Darauf setze ich ja immer. Klar, ich muss auch Verluste in Kauf nehmen, aber mit denen rechne ich tatsächlich. Wir gehen jetzt hier auch noch schön mit einer Überzahl rein. Vielleicht kommen wir doch noch ein paar Speere da an, wo sie hin sollen. Ja, wir schieben und drücken, das sieht wunderbar richtig aus. Die Bogenschützen werde ich dann gleich noch nach rechts rüber bewegen, vors Torhaus ungefähr. Uha, sofern ich hier mal durchkomme. Hey, ich will noch nicht. Ich bin auch noch zu jung dazu. Oh, wir sind definitiv auf der Mauer drauf. Finde ich gut. So, die 1 hat immer noch den Charge-Befehl. Auf diese 14 Mann, die sich zurückziehen offensichtlich. Alles klar. Dann machen wir mal kurz den, Dann hätte ich jetzt gerne die 4 hier so stehen als Feuerunterstützung. Ah nee, das ist keine lose Formation. Das ist keine Ahnung was. Ach, jetzt haben sie einen Charge-Befehl genommen. Warum? Es ist immer noch keine lose Formation. Leute, bitte! So, schon besser. Okay. Am liebsten würde ich ja jetzt der 3 noch befehligen, dass sie den hier bemannen sollen. Das geht aber wieder nicht. Alles klar. Kann ich euch vielleicht befehligen, dass ihr das Tor zerstören sollt? Nee. Nee, die 3 rutscht jetzt einfach hier nach. Die 1... Geht bitte erstmal hier drauf. Also, rauf auf die Mauer. Nicht draufgehen, sondern nur raufgehen auf die Mauer, ja? Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt in der Situation trotzdem pausiert habe, damit mein Charakter hier nicht automatisch die Speere verschwendet. Die können wir später noch sehr gut gebrauchen. Wieso schmeißt ihr jetzt eigentlich noch Speere? Ach, da drüben sitzt unten ein Bogenschütze drin, oder was? Oh, den kann ich mich mal kümmern, wenn ich hier durchkomme. Oh, schade, da ist ein Bogenschütze umgefallen. Wollen wir mal kicken, ob wir den erwischen. Diesen einen Typen da. Im obersten Fenster. Wegen dem wir jetzt alle unsere Speere verschwenden. Herrschaftszeiten. Haltet die Speere zurück, Jungs, bitte. Ja, komisch, ne? Manchmal klappt das nicht mit den Speeren, dass die auch hoch genug geworfen werden. Ach, hier sind 2? Ist ja frech. Oder weniger. Du schießt das Ding jetzt nicht. Ich stehe noch vor dir. Boah, frecher Sakto. Schießt der einfach auf mich, der spinnt wohl. Ist ja noch einer. Hey. Steck den Bogen weg! Nein! X. Gut, hier ist zum Glück keiner mehr. Okay, jetzt habe ich wenigstens schon mal einen Überblick. Oder so ähnlich. Ach ja, die haben ja da hinten diese zweite Linie, mehr oder weniger. Ha! Das klang gerade so, als hätten sie das Tor aufgemacht. Charge für die 1. Rollt schon mal die Mauer auf. Und ich befehlige gleich die 2, dass sie nachrutschen soll. So viel Infanterie haben sie auch nicht. Das könnten wir eventuell nur mit der 1 schaffen. Wo war denn hier der Ausgang? Warte. So, 2 kommt mal hier hoch. Ah, Bruder, da ist noch viel von der 1, was da rumsteht, ne? Das wird sich jetzt alles gegenseitig blockieren, ja? Ist keine Treppe. Das
Das ist ungünstig. So, die zweimal da unten entkommen. Es klingt manchmal so, als wenn hier ein Tor auf und zu gemacht wird, ne? Ach, Leute. Komm ich hier trotzdem durch diesmal oder blockiert ihr? Ihr blockiert. Aber es geht, ne? Immer zwei Mann, ja, okay. War schon mal schlimmer. So, während ihr durchrutscht, gehe ich mal hier gucken. Man weiß ja nie, wer nach oben sitzt. Und vielleicht kann ich ja von da oben sogar gut Speere schmeißen auf einen Infanterieblock. Oh, hier ist niemand, okay. Wäh? Vorsicht, rutschig und so. Ja gut, hier werde ich einen Mafia erwischen. Ach, die Bogenschießen, die Bogenschießen schützen nicht mehr. Genau, sie ja. Ne? Ihr wisst, was ich sagen wollte. Soldier! Die 2 ist noch nicht mal in Zug gekommen, weil die 1 noch komplett blockiert. Oh Mann. Aber ist okay, wir machen so gut wie keine Verluste. Das haben wir schon mal viel, 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 viel schlimmer erlebt hier. Mit so einem Sturmangriff. Gehen wir mal gucken, ob wir das Tor aufmachen können. Da könnte man mich schon mal die 3 hier befehligen, aber aus dem Schildfall rausnehmen. Um noch die letzten Reste zu überrennen. Vorausgesetzt, wir kommen durch. Ja, die Burg hat ziemlich einen Tower-Defense-Charme, ne? Ah ne, ich gehe nach oben. Die schießen hier auf mich. Unhöflich. Okay. Ah, hier schlagen die Pfeile ein. Mami! Oh, das ist, ah, nee, das sind Schneeflocken. Okay, alles gut. Trotzdem mal Vorsicht, aber den hier machen. Ah, wir sind schon am Tor. Sehr schön. Hallöchen! Oh, schade, er war schon tot. Hätte mal fragen können, ob er sterben darf. Wird auch noch draufhauen. Alles klar. Luke auf. 3 ist da. Gut. Rein da, Jungs. Kommen sie rennen, können sie rauskicken. So, da hinten sind noch diese blöden Bogenschützen, um die ich mich noch kümmern müsste. Na gut, wir haben zwar ab und zu mal oben rechts und was Rotes da stehen, aber ich habe jetzt größtenteils nur Verwundungen gesehen und keine Toten. Weil die Milizen einfach zu wenig Schaden an die Elite-Rüstungen machen. Sagt er, bekam einen Stich ab. Lass mich raten, der glitscht jetzt wieder fest, ich muss ihn da rausholen. Das Thema hatten wir doch letztens bei den Germanen, ne? Wo ist er hin? Hallo? Hat der überlebt und ist weggerannt? Wahrscheinlich, wa? Achso, ihr dürft dann auch mal euren Spaß haben, ihr seid ja schon teilweise da. Hab ich nicht gesehen. Was ist denn der Typ? Jetzt sag mir nicht, dass das noch der letzte ist und dann hinterher. Irgendwo gerade ein Pfeil gehört. Doch, irgendwo hier rechts. Ey! Wo kam der her? Irgendwo von hier. Ach, da! Nee, von da? Was? Moment. Wer ist es? Wer schießt hier auf mich? Und vor allem warum? Was habe ich dir getan? Was ist denn der Typ? Trifft ständig mein Schild. Komm ich hier rüber? Nein. Au. Aha. Freund oder Feind? Hallo? Keine Ahnung. Derjenige, welche der geschossen hat, schießt immer noch, oder? Jetzt nicht mehr. 27 Verluste, voll in Ordnung. Alles unter 50 Verluste ist immer gut hier.
So, das nehme ich nicht gefangen, das Zeugs. Das heißt, ich könnte die weglegen. Ich könnte die ins Verlies packen. Pack die ins Verlies. Ja, ein Prätorianer nehme ich. Unter 5000 nehmen wir vollständig. Gnade. Ich sag erstmal annehmen. Weil ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht habe, wem ich das schenke. So, hier erstmal alles, was nicht markiert ist. Das sind die 7, genau. Sehr schön. Es wurde gelevelt. Domnaya. Ja, da habe ich ein paar Mal gesehen, dass sie Schaden ausgeteilt hat. 20% Schaden, wenn ihr eine Einhandwaffe und kein Schild führt. Das soll ja nicht der Fall sein. 2 Trefferpunkte. Entschuldige bitte mal, aber was soll das bringen? 2 Trefferpunkte? Guck dir das mal an hier. Naja, gut. Ist ein Pfeilschuss mehr, den man aushält, wenn er gegen eine volle Rüstung geht. Aber sie ist ja auch Truppführer und Erfahrung, also 5% mehr Erfahrung für Nahkampftruppen in eurem Trupp nach jeder Schlacht, das finde ich gut. Okay, Meleon. Eigentlich hätte ich gerne diesen ganzen Batzen hier, also Sironea, Mycea, Amprela plus die Burgen einem weiteren Clan gegeben. Da behalte ich es erstmal für mich. Ja. Dann bekommt Meleon jetzt ein Template. Nee, nicht Transfer Troops. Hier, Template. Und zwar Burg neu. Das müsste ja mit dem 75er sein, oder? Ja. 75 und 50. Also irgendwie ist hier schon wieder komisch, aber okay. Das habt ihr. Dann macht er noch das. Dann macht er noch das. Dann macht ihr wieder auf 20 runter, damit ihr schneller die Leute reinbringt, damit sie Zeit zum Trainieren haben. Okay, Burgverwaltung. Lege ich mal einen 10er rein. Und ihr hört auf, egal mit. Ja, was ihr da macht. Okay, Nahrung ist wirklich wichtig. 2 Tage. Gut. Festgelände, Werkstätten sind da. Wunderbar richtig. Sicherheit natürlich nicht da, weil keine Garnison, aber die kommt gleich. Ich lege nochmal einen 10er dazu. Und nochmal einen 5er. So. Okay. Ach, hier ist eine Mauer Stufe 3, habe ich gar nicht gesehen, siehst du? Alles klar. Wir müssten ja von hier aus jetzt auch die Garnisonstärke von Sironea sehen können, oder? Ja. Okay, da sind wir definitiv am Start. Hier mit Cea sehe ich leider noch nicht. Gaos. Ach, stimmt ja, Gaos gibt es ja auch noch. Und Atrion. Nice. Also ich denke, ich mache erstmal weiter mit Eroberungen in diesem Krieg. Und werde zu gegebener Zeit nochmal einen Clan anschreiben. Den Maronat-Clan. Tasinor. Komm, ich probiere es nochmal hier. Vielleicht wird er sich ja doch mir anschließen, weil ihm gehört halt nur Maronat. Und wenn ich ihm jetzt aber nach und nach die hier hinten alle freischaufeln und gebe, ich könnte ihn natürlich auch rufen und mit mir mitkämpfen lassen und als Belohnung dafür das natürlich geben. Ja, wär ein Deal, oder? Gehen wir erstmal Sironea holen. Auch schon mal ein Dorf mit Rohseide geholt. Und nochmal eins mit Silbererz. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, hatte ich nicht sogar in Onira oder so? Ach nee, ich habe das ja umgeändert. Stimmt. Stimmt. Die Schmuckschmiede hat ja kein Geld abgeworfen. Stimmt. Ja. In Onira habe ich echt nichts gebaut. Krass. Aber gut, ich habe ja auch keine Werkstätten mehr frei. Und solange die hier wenigstens ein paar hundert bringen, lasse ich das jetzt auch laufen. Übrigens, by the way, wir haben 3 Unterstützer. 60 ist wohl die Marke, wa? Verhältnis über 60. Cool. Kommt durch meine ständigen Besuche in den Städten und auch durch die Tatsache, dass meine Leute die Quests lösen. Also die Statthalter, dass sie die Quests der Leute lösen. So, jetzt haben wir 1400 Mann. Ich fühle mich schon ein bisschen bereit dafür. Ja. Sironea, komm mal ran, Jofmeter. Was hat er dir jetzt eigentlich an Kriegsstand gebracht? Nur 1,5, die 200 Milizen. Und nur 1,7% die Burg selber. Okay, das ist erschreckend wenig. Aber was schon mal geil ist, wir haben den Gegner jetzt auf unter unsere Stärke gebracht. Die sind mit 14.400 gestartet. Wir haben sie jetzt auf 13.6 gedrückt.
Allerdings haben sie natürlich auch noch andere Kriege am Laufen, ne? Gut, dann belagern wir mal. 5 Tage bis runterhungern, das finde ich ja schön. Das machen wir auch, weil es sind 176 Elite-Bogenschützen. Beziehungsweise nicht zwangsweise Elite, aber sie sind schon mal definitiv besser als so ein Miliz-Bogenschütze. Und Welten besser. Ja, berittene Bogenschützen 130, wer hätte es gedacht. Die sind dann natürlich nicht beritten, die sind zu Fuß. Und wir wissen, die Sarkerbögen, die sind Auchi. Kennen wir ja von unserem lieben Maximus aus dem Germanenspielstand. Die Dinger pfeffern ordentlich. Und zum Glück habe ich einige Gefangene, die schon rekrutiert werden wollen, weil der Beschuss hier kostet ja immer noch ein bisschen Leute. So, nur noch 3 Tage, bis er anfängt zu hungern. Könnte sogar sein, dass wir gar keine Breschen schießen diesmal. Sondern dass die schon runtergehungert sind, bevor wir... Ach, Melon wird belagert, wirklich jetzt so? Okay, Sironea muss warten. Aha, 1-2. Ui. Tassinor. Oh, das wäre schön, wenn der sich jetzt uns anschließen würde. Er ist schon wieder Teil einer Armee. Oder? Was hat er jetzt gesagt? Ich habe schon mal versucht. Achso, okay. Ist noch zu früh. Na gut. Moncho Kürs persönlich ist anwesend. Na, das lassen wir uns doch nicht nehmen. Also, wäre noch schön, wenn wir jetzt auch mal einen Bewegungsbefehl setzen dürfen. Danke. Garnison hatte ich jetzt wie viel? Oh, immer schon die ersten 15 Mann. Ja, okay. Ich darf auch nicht vergessen, auch wenn es mich nichts kostet, trotzdem mal den Zusammenhalt zu steigern zwischendurch. Oh, Charizard mittlerweile 300 Mann. Cool. Pardon mit 200. Ich könnte ja mal nach Distanz sortieren. Wir gucken mal. Da ist ein bisschen was dabei, ja. Und wie wir wunderbar richtig sehen können, keine berittenen Bogenschützen, weil ich denen das befohlen habe. Über dieses Party-AI-Controls-Ding. Ich heb mir die mal als Reserve vorsichtshalber auf. Weil wir wissen, jetzt nach der Schlacht mit den Sarker haben wir ja meistens sehr hohe Verluste. Sag mal, habe ich das nicht bestätigt? Habe ich nicht bestätigt. Das ist eine Sauerei. Das ist eine ganz große Sauerei. Die Schlacht läuft schon mal. Scheiße. Okay. Keine offene Weltschlacht. Warum? Die berittenen Bogenschützen machen wir uns eigentlich nackig. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Oh, okay. 600 berittene Bogenschützen. Willst du mich verkackpupsen? Das ist die Hälfte der Armee. Und hier nochmal 160 dazu. Ui. Man weiß ja nie. Da machen wir Verteidigungsschlacht. Zum Glück habe ich keine Breschen hier reingeschossen, ne? Ja. Aber dummerweise sehe ich auch, wir haben keine Gerätschaften. Hat der Gegner Gerätschaften? Sehe ich gerade nicht. Ich gucke einfach mal, wenn ich den hier mache. 185 Leute nur fürs Reinkämpfen, das ist so ein Hohn. Ja, der Gegner macht auch Sturmangriff. Oh, und wir haben Gerätschaften, oder? Nee, haben wir nicht. Ja, okay. Es ist komplett Mann gegen Mann jetzt. Ah, alles klar. Jetzt ist es ausgeglichen. Fast. Er ist minimal stärker als wir, weil er so viele Bogenschützen hat. Oh je. Oh je, das wird auch eine schöne Überlänge heute. Das wird eine schöne Überlänge. Aber ich mache erstmal einen Schnitt, ich verteile erstmal die Verteidiger. Bis gleich. So, da bin ich wieder zu Beginn unserer allerdings wahrscheinlich sehr langen Überlänge, die gleich kommen wird. Denn meine Folge ist eigentlich schon fast vorbei, aber ich will noch diese Schlacht heute machen, bevor ich wieder für die nächsten 7 Tage den anderen Spielstand mache. Also, wir kennen die Burg ja schon, wir haben sie erst frisch erobert. Ich habe Trupp 3 auf knapp 100 Mann reduziert, hier auf der rechten Flanke platziert. Im Schildwall. Und nachdem ich sie platziert habe, noch den Linksklick hier drauf gegeben, weil ich habe gesehen, die haben hier Feuerdinger zum Runterschmeißen. Ich hoffe, sie werden benutzt und vor allem auch effektiv. Es war übrigens sehr tricky, die hier zu platzieren, weil immer die Hälfte runtergefallen ist und dann hier vor der Mauer rumgestanden hat. Oder hier hinten runtergeglitscht ist, hier in die Ecke. Deswegen habe ich die auf 104 Mann reduziert. Selbes Spielchen habe ich mit der 2 gemacht. Die ist hier auf der linken Flanke platzieren. Da kommt übrigens ein ziemlich großer Blob an berittenen Bogenschützen als Nahkämpfer, wenn ich das richtig sehe.
Nee, die schießen uns einfach von der Mauer, weil wir Pech haben. Okay. So, aber hier dasselbe Spielchen. Hier habe ich es nicht ganz so gut hinbekommen. Ein paar Leute sind vor der Mauer gelandet. Ein paar Leute hier hinten drauf, aber die laufen ja dann wenigstens außen rum. Aber auch selbe Spielchen. Erstmal platziert und danach den Linksklick hier auf die Feuerdinger. Dann habe ich noch nicht geguckt, ob ich hier Feuerdinger habe. Nee, habe ich leider gar nicht. Das ist natürlich richtig blöd. Nur normale Steine. Aber okay. Die 1 hat dementsprechend jetzt 170 Mann hier drin stehen. Steht wieder in einer Vierecksformation, die ich immer am liebsten nutze, weil die sich einfach in alle Richtungen verteidigen kann, falls der Gegner uns umrunden sollte. Außerdem hat sie den Vorteil, die hinteren Reihen hier können Speere schmeißen auf die Gegner, die vorne im Torhaus stehen. Außerdem stehe ich da drin und ich habe damit den schnellsten Weg ins Torhaus. So, die Bogenschützen sind automatisiert. Wir haben leider bloß 117 Mann aus meiner Truppe, plus von den letzten 30 Garnisonseinheiten noch ein paar. Aber wenn ich richtig gesehen habe, ist die Hälfte davon, komischerweise, hier im Turm. Da sind mich immer Leute rausgequollen, obwohl ich da nichts zu stehen hatte. Das war echt ein bisschen blöd. Ich kann es euch mal kurz demonstrieren, wenn ich die 3 mal kurz hier hinstelle. Oh, nee, es war die 3. Ach, scheiße. Okay. Ah, das ging gut. Okay. Und jetzt nochmal der Linksklick auf das Zahnrädchen. Das funktioniert hoffentlich. Ey, ich hoffe wirklich, die schmeißen die Feuerdinger da runter, sonst haben wir echt ein Riesenproblem. So, na dann, was soll schief gehen? Mami! Na scheiße, jetzt komme ich da gar nicht rein, oder? Ach, geh ich da drüben an. Hey, First Blood! Wenigstens haben wir einen Riesenvorteil, dass der Gegner keine Beschussdinger hat, also keine Gerätschaften hat, meine ich. Auch kein Bocki, auch kein Türmchen, das heißt, es läuft alles über die Leitern diesmal. Moment, warum habe ich dann eigentlich... Warum habe ich dann meinen Trupp 1 hinter das Tor gestellt, wenn sie das Tor gar nicht aufbekommen? Was machen Strunz? Ihr habt hier nichts zum Schmeißen da. Shit. Hoffen nur, dass ich jetzt hier nicht abgeschossen werde. Okay. Links laufen Bogenschützen entlang, das ist nicht gut. Was bedeutet, dass sie jetzt den Nahkämpfern im Weg stehen? Man hätte meinen können, dass man eigentlich deutlich mehr Schaden mit den Dingern macht von der Position aus, ne? Weil Schwerkraft, Fallbeschleunigung, Physik. Okay, der letzte wird wieder aufgehoben. Ich bin echt am Überlegen, ob ich einen Ausfallangriff mache. Dass ich die 1 jetzt komplett auf die 250 Bogenschützen da schießen lasse. Wetze. Hier eine Treppe runter? Nee. Aber da gibt es ein Kohldingens. Okay, Kohl bremst nicht gut aus. Ich wiederhole, Kohl bremst nicht gut aus. Na gut, wir haben wenigstens Bogenschüsse in der Hinterhand stehen. Wisst ihr was? Ich mach wirklich einen Ausfallangriff. Lass mich durch, ich bin wichtig. Jungs, bitte. Ohne Scheiß jetzt. Danke. Uah! So, die 1 kommt bitte hier nach vorne. Ich werde mich mal schön hier hinter verbarrikadieren, damit ich noch das zweite Tor wieder schließen kann und auch das erste, sobald die Jungs hier durchmarschiert sind. Was mich mal stört, ist, ich höre keine Explosion, das heißt, die Wurfdinger werden nicht benutzt. Mondschuk! Wir haben ihn erledigt, sehr schön. Okay, er hat einen von uns getötet, dafür haben wir ihn jetzt verwundet. Das klappt aber diesmal deutlich besser mit dem Rausmarschieren hier. Das freut mich schon mal. ZZ, wenn's geht! Ja, ihr auch, ihr Kanaillen! Hopp! Hört doch mal die Luke jetzt zu, dann bleibt ihr drin. Ich mach die Luke wieder. Ich würde die gerne, wenn's okay ist. Darf ich schließen, ja? Achso, lass mich raten, jetzt macht ihr sie wieder auf. Nee, ich hoffe nicht. Okay. Kurze Pause. Wo sieht's gerade am schlimmsten aus? Ich befürchte ja hier drüben, ne? Allerdings sind sie eigentlich im Vorteil da drüben. Hier haben wir den schnellsten Weg. Wenn wir die platt haben, dann ist vielleicht schon die Moral komplett runter. Also, hier daran. Ja. Zurück zu mir. So. Hopp, hopp, hopp. Bewegt euch. Achso, kommt aus der Formation wieder raus. Seid ihr vielleicht ein bisschen schneller.
Ah, ich hab's befürchtet, sie buggen fest. Ach, ich darf von außen mein eigenes Tor nicht öffnen. Wow, danke. So, du bleibst jetzt hier, Prior. Okay, das sieht schon mal von den Zahlen her sehr gut aus, da oben rechts. Das gefällt mir. Wenn wir die jetzt so schön überrollen, überrumpeln. Ach je, türkisblau und mintgrün. Das wird jetzt ein bisschen unübersichtlich vielleicht. Das sind fast echt nur Bogenschützen, die er uns jetzt schickt, ne? Naja klar, wer da auch 800 Bogenschützen in seiner Armee stehen hat, der schickt nicht zuerst die Elite-Infanterie. Obwohl er damit schon die höheren Chancen gehabt hätte. Besser wäre aber gewesen, er stellt seine Bogenschützen hinten auf und schießt uns wirklich von der Mauer runter. Aber ich will meinem Gegner nicht sagen, wie er mich am besten fertig machen kann. Okay, ich sehe nichts. Das ist schlecht. Na, hier ist besser. Alles klar. Nein. Natürlich haben die wieder Römer da drin stecken, ne? Habe ich ja wirklich einen richtigen Trupp erwischt hier. Aua! Au! Wow! So, die drei. Kriege ich jetzt auch den Charge-Befehl auf die Truppe hier. Die Bogenschützen haben sich da hinten aufgeteilt, okay. Ach, ein Angriff von hinten. Natürlich, ich habe sonst keine Probleme. Oh Mann. Ich muss auf Abstand bleiben jetzt. Kann nur hoffen, dass die Verstärkung jetzt nicht mit Pfeil und Bogen spielt. Und dass die versuchen, als Infanterie hier reinzukommen. Wenn die uns jetzt in den Rücken schießen, war es das mit uns. Dann könnte sogar die Burg fallen. Weil zurückkämpfen kann ich mich jetzt nicht mehr. Das Tor ist zu. Wir haben ja gesehen, ich darf mein eigenes Tor nicht von außen öffnen. Okay, ich muss noch mal gucken. Auch Adjutanten, die mir sagen, wie es ausschaut. Und das sieht erstmal okay aus hier auf der Flanke. Wie sieht es da aus? Da kriegt der Gegner Verstärkung. Wir halten aber die Stellung. Alles klar. Allerdings sehe ich auch, dass der Gegner hier schon teilweise drauf ist. Das ist echt ungünstig. Wenigstens werden sie von hinten noch beschossen. Könnte ich denn bitte mal, wenn es genehm ist, würde ich gerne mal... Warum zum Geier seid ihr noch da drin? Das ist eine Verstärkungswelle, okay. Ey, wehe, macht jetzt die Luke auf. Wehe, macht jetzt die Luke auf. Ich warne euch. Das sieht so aus, als wenn einer da hingeht und die Luke aufmacht, wa? Na, toll. Nee, aber ich hätte gerne mal hier geschaut. Warum habe ich hier eigentlich auf Rüstung spezialisiert? Hohes Level spezialisiert. Habe ich wahrscheinlich gar nicht. War bestimmt die KI. Mehr Bogenschützen hier hinten, wenn es geht. Aber wie geht es denn? Und wieso sind unsere Leute nicht mehr hier? Ihr macht jetzt nicht diesen. Ach, kommt schon, ey. Haltet doch da oben die Stellung. Ich dachte, ihr greift so wie sonst auch immer bergab an. Das ist meine? Das ist meine. Okay. Dann nur an die daran. Die sind im Torhaus. Die sind auf der Mauer und im Torhaus. Das sind die links. Okay, ich glaube, ich lasse das mit den Bogenschützen so. Zurück zu mir. Zurück zum Autschi-Wetter. Ja, sie haben auch Elite-Nahkämpfer dabei. Das sind nicht nur Bogenschützen. Beziehungsweise diese Horse Archer und Horse Princes, oder wie sie heißen. Die sind auch im Nahkampf nicht zu verachten, weil sie auch eine fette Rüstung haben einfach. Fiese Waffen, mit denen sie austeilen können. Okay, ein Teil rennt schon weg. Das ist gut. Das heißt, von einer Teilung ist schon die Moral gebrochen. Schlecht ist nur, dass meine Jungs da irgendwelche Dinge machen, die sie gar nicht machen sollen. Was greift denn da nicht an jetzt? Kommt mal da runter. Ihr müsst nicht da hoch auf die Mauer. Oh, es ruckelt. Oh, 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 oh. Nicht gut. Da kam wahrscheinlich eine Verstärkungswelle durch. Nö. Hä?
Oh Gott. Was ist denn da jetzt los? Ein Prozessor rastet gerade richtig aus. Ich kann nicht mal pausieren, doch jetzt. Kurz pausieren, damit er nachrechnen kann. Oh ne, bringt nichts. Okay. Irgendwas ist gerade buggy. Geh weg! Ich mag dich nicht! Geh weg! Hau ab! Der ist schneller als ich. Der kann schneller laufen als ich, weil ich hier gerade so rumlegge. Und. Oh Gott, ist das. Oh, ist das eklig. Mir wird schlecht davon, wenn ich das sehe. Mir wird richtig schlecht. Hey, warte mal, warum jagt er mich? Moment! Die haben die falsche Farbe! Scheiße! Ich habe das Gefühl, dass sie mich verfolgen. Ja, zum Tor brauche ich nicht rennen. Oh, ist das jetzt eklig. Sekunde. Was werde ich jetzt machen? Es wird auch nicht besser, glaube ich. Oh, es wird überhaupt nicht besser. Geht weg! Ich mag euch nicht! Okay. Vielleicht kommt er damit wieder klar, der Rechner. Nee, die 2. Hat ein bisschen gelitten, das geht aber noch. Die 1 kriegt jetzt hoffentlich über die Mauerverstärkung. Sieht erstmal okay aus. Ihr sollt immer noch die da angreifen. Die 3 soll eigentlich da die Stellung halten. Die 1 ist teilweise hier mit drauf. Das war dumm, dass ich die da hochgeschickt habe, versehentlich. Also der da wird nicht lange überleben, das sage ich euch jetzt schon. Wir halten sie einfach schön die Stellung. Mist, ich Idiot, ich hätte die Leiter hochgehen sollen und dann hätte ich die Wurfdinger benutzen können. Frage, macht ihr das jetzt? Linksklick ist getätigt, Rechtsklick jetzt auch nochmal eventuell, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Und, okay, Rechner hat sich wieder beruhigt, das ist schon... Nee, hat er nicht, okay. Es tut mir leid, das Geruckel und Gezuppel, das kann ich jetzt nicht abstellen. Ich weiß nicht, was da wieder los ist, das ist wahrscheinlich wieder irgendwo eine Leiche. In die Mauer reingeglitscht oder so. Oh Gott! Es wäre schön, wenn da jetzt mal irgendjemand mir helfen würde. Irgendjemand! Ich habe keine Leute mehr hier unten. Das ist jetzt scheiße. Die haben uns nackig gemacht. Wahrscheinlich kommt der PC nicht damit klar, dass ich so dumm bin. Diesen Befehl gegeben habe. Geh weg! Geh weg! Wow. Boah, die Befehle kommen voll nachträglich rein jetzt. Jetzt wäre eigentlich ein schöner Moment, die Benny Hill Musik einzublenden, wenn sie nicht Copyright wäre. Kriege ich ein paar Bogenschützen als Unterstützung hier vielleicht? Wenigstens das? Okay, ohne Scheiß, ich glaube, die 1 kann ich nochmal hinterm Tor sammeln. Eins nochmal hier sammeln, bitte. Ach, die Formation ist wieder kaputt. Ah, sie bleibt kaputt. Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was er hier macht. Weil die 3 ist eigentlich in der Lage, hier zu halten. Noch schöner wäre es natürlich, wenn sie sich auch die Wurfdinger da schnappen würden. Ich glaube, ich werde jetzt auf Arena umsteigen. Achso, ich bin noch im Pausemodus. Aha, und schon geht's. Schon hat sich der PC beruhigt. Traka, tut mir leid. Aber das Elend konnte ich mir nicht mehr angucken. Ah ja, da stehen sie und halten die Stellung. Kann man nur hoffen, dass wir ihnen schön zusetzen. Weil sie sich in den Rücken schießen lassen von der linken Seite, von dem Turm aus. Aber wir haben da leider bloß 3, 4 Bogenschützen, die auf sie schießen. Aber vielleicht reicht das ja schon. Hinzu kommt noch, wenn sie uns bis zur Treppe zurückdrängen sollten, haben wir erhöhte Positionen. Wir wissen, was das heißt. Und die Infanterie, die jetzt hier langsam sich doch hinter mir sammelt, schmeißt doch Speere da rein. Das finde ich auch sehr schön. Und ich treffe sehr viele Füße heute. Marine, die Zehenhackerin oder was? Sind die schon auf Rückzug? Es sieht nach Rückzug aus. Aber sie kommen nicht runter, weil die Leiter besetzt ist. Das gefällt mir. Oh Gott, da geht er hin.
Ja, wir haben sie. Alles klar. Schönes Ding. Verlustreicher als ihr wollt, ja. Den Ausfallangriff, den hätte ich besser koordinieren müssen. Vor allem auch wirklich in der Quadratformation bleiben und einfach nur neben den Gegner stellen und dann langsam da reinschubsen. Weil der Charge, der ging dann komischerweise über die Leiter. Das war ziemlich doof, wenn wir ehrlich sind. Und eine Rummelzuppel von der überlasteten KI, nicht KI, von dem überlasteten PC, das konnte ich ja leider nicht vermeiden. Hört ihr jetzt mal langsam auf, es gibt auch sowas wie Friendly Fire mit den Dingern. Schluss jetzt. Mann. Okay. Ein bisschen Lucky Cookie machen. Ja, also hier sind definitiv keine Explosionsdinger geworfen worden. Hier eventuell, aber das kann jetzt auch täuschen, weil so viele von uns da noch dabei liegen. Ja, sieht sogar ein bisschen wichtig aus. Bin mir unsicher. Bis wohin hat Trakas überhaupt noch geschafft? Liegt der hier noch irgendwo? Oh ne, hier drum waren wir ja gar nicht mehr. Ich war ja schon hier irgendwo. Na gut. Ja, blöd geplant von mir. Blöd geplant von mir. Ich hätte die 1 nochmal in 2 weitere Trupps aufteilen können. Und mit diesen 2 Trupps den hier flankieren können jeweils. Also eine links, eine rechts und dann immer jedem eine. Beziehungsweise einen Trupp, der uns den Rücken absichert, weil da kam ja feindliche Verstärkung rein. Und ein anderer Trupp, der reinchargt. Das hätte vielleicht deutlich mehr Verluste eingespart. Aber gut, hätte Fahrradkette, wir haben 123 verloren. Plus die, die wir brauchten, um uns reinzukämpfen. Also hatten wir jetzt über 200 Verluste, was echt nicht schön ist. Aber wir haben eine große Saker-Armee zerstört und das ist wichtig. Wie viel Platz habe ich? Ja. 10.000? Okay, da muss ich ein bisschen ausgrenzen. Präzisionsmann, das habe ich eigentlich nie ein Problem. Bei den Römern spiele ich ja mehr auf Masse statt Klasse bei den Bogenschützen. Und hier... Boah, so ein bisschen was wieder angeht. Obwohl, nee. Nee. Geld habe ich genug jetzt. Und derjenige welche, der 3 Millionen haben wollte, der will jetzt anscheinend nicht mehr 3 Millionen. Weil jetzt will er anscheinend gar nicht mehr. Glaube ich. So, nehme ich lieber die 10.000 Erfahrungspunkte. Und kann noch mehr Elite-Truppen machen. Hier, 14 Stück. Wunderbar richtig. Gelevelt wurde auch. Ich leider nicht, weil ich bin ja mehr gerannt als zu kämpfen. In Stangenwaffe hat Octavia geskillt. Wodurch? Moment mal, wieso hat die eine Stangenwaffe gehabt? Hä? Okay. Komisch. Na gut, ihr Lieben. Das war's schon mal für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein. In einer Woche geht's hier mit dem Spielstand weiter. Dazwischen dann mit dem German-Spielstand. Ciao, ciao.